Die Aktienmärkte gehen sehr gerne den Weg des größten Schmerzes. Warum ist das so? Nun, man stelle sich ein Boot vor, auf dem alle auf der einen Seite stehen oder sitzen, dann droht dieses Boot schlichtweg zu kentern. Das heißt, wenn alle super bullisch sind, wer soll dann noch kaufen? Sind alle super bärisch, wer soll dann noch verkaufen? So war es Ende Oktober. Uiuiui, die Welt geht unter, alles schlimm, schlimm, schlimm. Märkte stark überverkauft, dann die Wende, die massive Rallye, die über 11% im S&P 500 gebracht hat. Also wurden die Bären sozusagen rasiert und jetzt ist die Stimmung so, naja, wir haben doch jetzt saisonale super günstige Zeit, die Weihnachtsrallye kommt, was soll schief gehen? Wir sehen, dass die Absicherungen so günstig sind wie seit Jahren nicht mehr. Und Ende Oktober, da wollten alle eine Absicherung haben, da war es teuer, da war der VIX viel höher, also das Volatilitätsbarometer, das angezeigt hat, dass das Bedürfnis nach Absicherung sehr groß ist. Jetzt ist das Bedürfnis nach Absicherung gleich null und meistens ist es eben dann so, dass genau das Gegenteil passiert, dass es klug wäre, jetzt sich abzusichern. Wir wollen uns die aktuelle Gemengelage mal anschauen und hier sehen wir, als es nach unten ging, nochmal im Oktober, da war also die Stimmung miserabel und jetzt dann dieser massive Move nach oben, der hier passiert ist. Wir sind jetzt beim S&P 500 so überkauft im RSI wie seit dem Hoch im Juli nicht mehr, bevor es dann 500 Punkte nach unten ging und der S&P 500 preist jetzt eine Bewegung ein über den nächsten Monat von nur 2,4%. Das ist der geringste Wert in 5 Jahren. Das heißt, man erwartet, dass das irgendwie so ganz gemächlich irgendwie weiterläuft. Und das bedeutet, es ist unfassbar günstig oder sehr, sehr günstig in Relation zu den letzten Jahren, sich abzusichern gegen einen Abverkauf an den Märkten. Und jetzt, wo es so günstig ist, will es keiner haben. Wenn es teuer ist, wollen es alle haben. Das ist scheinbar diese Konstante im menschlichen Verhalten. Und hier sehen wir, dass es vielleicht Sinn machen könnte, irgendwie eine Absicherung sich reinzuholen. Wir hatten hier unten im RSI diese bullische Divergenz, die dann diese massive Rallye ausgelöst hat. Wir sehen, dass da die Aktienmärkte der S&P gefallen ist, als schon hier Kaufsignale kamen eben von den Indikatoren. Jetzt sehen wir, wir sind maßgeblich überkauft. Wir sehen über 90% der Aktien über ihrem 20-Tages-Durchschnitt. Auch hier hatte sich die Rallye angekündigt und hier sehen wir mal den Nasdaq jetzt mit diesen, naja, Unsicherheits-Dojis, wenn man so will. Nasdaq 100 natürlich massiv überkauft, gar keine Frage, vor allem im kurzen Zeitfenster. Und wer jetzt den S&P 500 kauft, der kauft, wie Apollo, Thorsten Swock von Apollo sagt, der kauft Aktien, die über 80% gestiegen sind und ein durchschnittliches Price-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 50 hat. Und insgesamt gilt das ja für die USA insgesamt. Hier sehen wir mal die Outperformance der US-Märkte, der US-Indizes gegenüber anderen globalen Aktienindizes. Und da sehen wir, das ist im Grunde noch nie so da gewesen. Es gab ja mal diese Nifty-50-Geschichte, dann gab es die Tech-Blase. Aber nie war es so krass wie derzeit, wobei wir sprechen hier nur von den wenigen Aktien, denn die meisten Aktien in den USA sind ja, wenn überhaupt, nur ein bisschen gestiegen. Hier sehen wir mal die 7 Stocks gegen alles andere, gegen alle anderen Werte. Und hier sehen wir nochmal eine Apple mit seit 4 Quartalen stagnierenden Umsätzen, respektive zurückgehenden Umsätzen, Marktkapitalisierung 2,9 Billionen. Außer Tesla sind alle diese großen Tech-Aktien in der Nähe ihrer Allzeithochs oder ihrer 52-Wochen-Hochs. Und hier malt Tom Lee, der mitbullischste aller Analysten von Fundstrat, der sagt, okay, hier können wir noch mal ein bisschen nach oben gehen und dann geht es vielleicht noch mal nach unten, so ein Zickzack, und dann geht es wieder rauf. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Konsensauffassung auch etwa der Deutschen Bank, die sagt, na, wir gehen davon aus, dass der S&P nächstes Jahr 5100 Punkte erreicht, obwohl eine milde Rezession kommt, wie man hier sagt. Die Fed werde dann im Juni die Zinsen senken und wir schauen uns mal die Performance durchschnittlich bei einer Rezession an, jetzt jenseits der Frage mild oder nicht. Hier sehen wir die letzten Rezessionen und der Minimum Drawdown beim S&P 500 war 20%, das war in Corona.
Und Maximum Drawdown 55%, also schon eine richtig saftige Nummer. Da ist es dann schon komisch, wenn man also sagt, ich erwarte eine milde Rezession, aber dennoch ein neues Allzeithoch. Hier sehen wir mal die Delinquency Rates bei Banken, also die Kreditausfälle, da wo die Leute den Kredit nicht zurückzahlen oder weit überfällig sind mit der Zurückzahlung des Kredites. Da sehen wir die großen Banken unten, das geht noch, ist aber deutlich angestiegen, und oben sehen wir die weniger großen Banken, da sind die schlechteren Kreditqualitäten, da geht es massiv nach oben. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt die Hauspreise für neue Einzelfamilienhäuser, dass die massiv unter Druck kommen, -18%. Das wird Folgewirkungen haben. Das ist so ein bisschen vielleicht wie im Vorfeld der Finanzkrise, denn die Amerikaner nutzen gerne ihre Immobilie als Kreditkarte, und wenn die Immobilie einen Wert verliert, dann wird meine Kreditkarte sozusagen auch ein bisschen weniger valide, könnte man sagen. Das wird ein großes Thema, und vor allem jetzt sind die Sparvolumen immer weiter nach unten, aber der Konsum geht nach oben. Wir haben jetzt nochmal einen Anstieg von bei den Black Friday Sales gehabt, Cyber Monday und all diese Geschichten. Also die Leute, die gehen all in nochmal und sind natürlich belastet dadurch, dass weiterhin die Preise eben viel, viel höher sind als im Jahr 2020. Lebensmittel plus 25%, Stromrechnung 25%, Erdgas plus 29%, Miete plus 20% und so weiter und so fort. Und das eben bei schrumpfenden Sparvermögen. Das heißt, irgendwie kommst du dann langsam an deine Grenze. Viele nutzen schon dieses Buy Now, Pay Later. Also kauf jetzt und zahl später. Dass wir eine Rallye an den Märkten gesehen haben, das liegt auch, dass die Bankassets gestiegen sind, wie Jeff Snyder hier gezeigt hat. Und was ist da passiert? Offenkundig haben amerikanische Banken von ihren Auslandsniederlassungen Dollars zurücktransferiert in die USA. Große Frage, was passiert da? Warum machen die das? Da erscheint Stress im System zu sein. Es gibt ein bisschen Gemunkel über eine Schweizer Großbank, die vielleicht ein paar Löcher hat. Wir sehen, dass die Fed selber dann gestern bei den Anleiheauktionen mitgeboten hat. Man kauft also Anleihen. Das ist praktisch wieder Quantitative Easing. Das erklärt vielleicht auch ein Stück weit die Rallye. Wir hatten gemischte Auktionen gestern. 2- und 5-Jährige, eine war ziemlich mau, die andere war ziemlich okay. Aber insgesamt gilt eben, dass so oder so wahrscheinlich jetzt wir sehen, dass eben das Zinsumfeld sich schon dauerhaft geändert hat. Wir sehen hier, wie stark das jetzt von diesem Durchschnitt abgewichen ist, wie stark wir sozusagen hier nach oben gegangen sind, auch wenn die Renditen ja ein bisschen gefallen sind. Und hier sehen wir mal, die Märkte erwarten jetzt schon, dass die Zinsen später sinken, dass die Zinsen länger höher bleiben. Und da bin ich gespannt, wenn das länger dauert, dann wird es ein paar Leute aus der Kurve hauen oder ein paar Firmen aus der Kurve hauen wahrscheinlich. Und das erste Mal übrigens seit der Great Recession, das dritte Mal in der History, sehen wir beim Nasdaq Composite, der ja scheinbar unstoppbar zu sein scheint, dass der 100-Wochen-Durchschnitt unter den 200-Wochen-Durchschnitt zu fallen droht. Ist natürlich nichts, was Sie jetzt im Handel kurzfristig anwenden können, das sei mal ganz klar gesagt, aber es zeigt, dass möglicherweise hier übergeordnet so langsam ein paar Gewitterwolken aufziehen, ebenso wie in Deutschland. Da hat uns ja Marcellino Fraccherino immer gesagt, ah, der Staat ist kaputt gespart, hier sehen wir die Staatsquote über 50%. Da ist immer mehr Staat im Spiel, immer mehr Leute verschwinden im Staatsdienst, sind dort weniger produktiv, und wer im Staatsdienst war, der wird es meistens, oder im öffentlichen Dienst, der hat es meistens schwer, wieder zurückzukommen in die freie Wirtschaft, weil einfach schlichtweg eine andere Mentalität da ist. Und wir sehen ja jetzt Bayer, wir sehen BASF, wir sehen Volkswagen, die Ikonen der deutschen Industrie, aus verschiedensten Gründen, ja, mit riesigen Problemen. Ein Problem, meine Damen und Herren, vielleicht das nur mal ganz am Rande. Es werden ja die Abwässer immer sehr genau analysiert in Deutschland in 48 Regionen. Und wir haben jetzt so viele Corona-Virenbelastung wie seit Aufzeichnung der Daten nicht. Viele sind ja derzeit krank. Also das wird auch nochmal eine ganz lustige Nummer, ob man dann irgendwelche Maßnahmen wieder ergreifen wird. Ja oder nein. Bayer-Aktie, Hände weg, der große Abstieg. Bayer knapp über der Marke von 31 Euro.
Seit der Monsanto-Übernahme um 66% gefallen, während der DAX 51% gestiegen ist. Ist das ein Kauf? Ja oder nein? Das ist eine Frage, die mein Kollege versucht zu skizzieren als erste Artikelempfehlung. Die zweite Artikelempfehlung, die Adler Group, verliert in 9 Monaten knapp 1 Milliarde Euro. Und ein Freund von mir aus dem Immobilienbereich hat mir geschrieben, die Pleite von Signa hat in der Immobilienwelt in etwa den Charakter der Lehman-Pleite 2008 für die Investmentwelt. Und das wird auch etwas sehr Wichtiges. Wird Signa komplett sozusagen abrutschen und damit die Immobilienwirtschaft, die ja immerhin 10% des deutschen BIPs ausmacht, nochmal stark nach unten ziehen? Das ist die große Frage. Also diese beiden Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt erstmal Servus, ciao.